Ich habe seit Wochen nicht einmal mehr an Lesbos gedacht. Ich habe mich für einen Freund gefreut, weil er gerade Papa wurde. Ich war traurig, dass sich Freunde trennen, von denen ich es nicht gedacht hätte. Corona zollt überall seinen Scheiß-Tribut. Ich habe mir einen Arsch abgefreut, als Hansa Viktoria Köln mit 5:1 abzog. Ich bin traurig darüber, dass wir den Geburtstag meines Vaters nicht so groß feiern können, wie er es sich gewünscht hätte. Es wird eine Menge Leute geben, die die AHA-Regeln in den letzten Wochen besser und strikter befolgt haben werden als ich. Ich hoffe trotzdem, dass ich die Seuche nicht bekomme und ich dann andere Menschen weitergeben werde. Manchmal denke ich jetzt sogar schon ans Hände desinfizieren. Ich habe keine Ahnung, wie lange einige Freunde noch durchhalten. Wie ist das mit unserer Crew? Melden wir uns oft genug? Kam das an, dass sie sich immer bei uns melden können? Reicht das, was wir für sie machen, oder sind es doch nur irgendwelche Alibi-Aktionen, mit denen wir unser Gewissen beruhigen? Bei manchen Freunden hört es sich einfach nur noch beschissen an. Mental wie wirtschaftlich. Ich kaufe mir schon Gutscheine von Restaurants, in denen ich zuvor noch nie gegessen, und von Läden, in denen ich zuvor noch nie etwas gekauft habe und realistisch betrachtet mir auch nie etwas kaufen werde. Ich denke, in Mecklenburg-Vorpommern gab es in den letzten 3 Jahrzehnten einfach genug Schließungen, jedweder Art. Dieser Kelch darf an unser Bundesland gerne mal vorüberziehen. Wenn man aufs Handy schaut, geht es andauernd nur noch um Corona. Immer weniger um Menschen. Natürlich ist es richtig, dass über diese Scheißpandemie berichtet wird, aber manchmal geht es mir einfach nur noch auf den Sack. Mache ich das Handy an, wird die Welt schon wieder irgendwo untergehen. Ob nun in Wien oder in Hanau, irgendwo werden sich irgendwelche Bastarde schon wieder finden und im Namen ihrer Religion oder ihrer Ideologie Leute ermorden. Ich scroll nur noch weg. Die Tagesschau ertrage ich oftmals einfach nicht mehr. Ich liege lieber am Strand. Und während ich über alles außer irgendwelcher Seenotrettungsinitiativen nachdenke, bekomme ich eine Mail von Mission Lifeline. Ich erinnere mich, das waren noch die geilen Leute aus Sachsen, die bei unserem Konzert damals dabei waren, die seit Jahren aufs Mittelmeer fahren, um dort Leute vor dem Ersaufen zu retten. Sie fragen mich, ob ich so eine Kolumne vorlesen könnte. Das hätten sie auch schon mit Billa B. gemacht. Einfach ein bisschen Aufmerksamkeit generieren in Zeiten, in denen es mit der Aufmerksamkeitsspanne bei uns allen wohl eher schwierig ist. Vielleicht sind diese Zeilen ja auch schon zu viel. Eigentlich machen wir auch gerade Pause. Und ich antworte so gut wie niemanden, wenn wieder irgendwas vermeintlich Wichtiges ansteht, bei dem ich meine Fresse hinhalten oder einen schlauen Kommentar abgeben soll. Aber eine Seenotrettungsinitiative schreiben, dass wir gerade Pause machen, weil die letzten Jahre einfach so doll waren? Ich krieg's nicht hin. Wann haben die das letzte Mal Pause gemacht? Die Kolumnen, die sie mir schicken, passen irgendwie nicht so zu mir. Ich habe keine Ahnung von Sarah Wagenknecht. Ich habe keine Ahnung von der Werteunion. Ich habe keine Ahnung von irgendwelchen ausdifferenzierten linken Debattenbeiträgen. Ich komme mir etwas dumm vor, aber wenn ich was vorlese, dann muss ich es auch fühlen. Das Gericht Nein länger von Thomas Geseller, welches ich vorschlage und mich berührt, ist leider an irgendeinen Schauspieler vergeben. Also schreibe ich das erste Mal in meinem Leben sowas wie eine Kolumne. Vielleicht ist es auch eher ein Tagebucheintrag. Ich habe keine Ahnung. Nachdem sie mir geschrieben haben, habe ich erst gecheckt, wie wenig die Themen Lesbos, Moria oder auch Seenotrettung bei mir gerade präsent sind. Und ich merke, dass ich keine Ahnung habe. Man hat vor der eigenen Tür gerade einfach genug Scheiße zu liegen. Das rede ich mir jedenfalls ein. Ich werde nicht googeln, ich werde keinen Artikel lesen, ich werde keinen Freund fragen, wie gerade der Stand ist. Ich werde nicht so tun, als ob ich auch nur ansatzweise gerade Bescheid weiß. Ich weiß, dass Moria gebrannt hat. Die Bilder fand ich schlimm. Wer fand sie bitte nicht schlimm? Außer er ist ein Hund. Ich wäre am liebsten hingeflogen und hätte gerne irgendwie geholfen. Vielleicht hätte ich das ohne den ganzen Corona-Scheiß getan. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf dem Mittelmeer irren immer noch Flüchtlingsboote umher, oder? Keine Ahnung. Sind überhaupt noch irgendwelche Seenotrettungsinitiativen draußen? Oder wurden deren Boote nicht schon alle beschlagnahmt? Beschlagnahmt? Ich habe keine Ahnung. Die Flüchtlinge und die Menschen, die dort schon immer gelebt haben, werden von der europäischen Politik immer noch mit Phrasen zugeballert. Obwohl jeder weiß, dass sie diese Insel ganz einfach schon lange abgeschrieben haben. Moria gibt es doch gar nicht mehr, oder? Es wird sicherlich irgendein anderes räudiges Loch geben, in das sie die Menschen gefercht haben. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht leben sie auch alle auf der Straße. Oder es geht ihnen einfach richtig, richtig super. Und die leeren Hotels, von denen es sicherlich gerade eine ganze Menge geben wird, wurden für sie geöffnet. Schön wäre es, aber ich wage es zu bezweifeln. Aber ich habe halt auch keine Ahnung. Das, was ich weiß,
ist das, was ich gesehen habe. 2018 war ich einmal dort, auf Lesbos, in Mytilini, am Rande dieser kleinen, schönen griechischen Stadt, wurde Moria zu Moria. Maßgeblich durch das Handeln oder Nichthandeln, wie immer man es nimmt, des Friedensnobelpreisträgers der EU. Ein Freund war auf der Mare Liberum unterwegs, ein Boot, welches Menschenrechtsverletzungen auf der Ägäis dokumentierte. Er lud mich ein, da für eine Woche lang noch Platz auf dem Kahn war. Er mir die Zustände zeigen wollte und sich sicherlich auch etwas mediale Aufmerksamkeit durch mich erhoffte. Die Tage spielten sich größtenteils zwischen Boot und Moria ab. Und wenn wir nicht auf dem Boot waren oder nicht vor Moria, dann lagen wir auch mal an einem wunderschönen Strand. Dieser wunderschöne Strand ist nur 5 Minuten von dem Lager entfernt. Den Tag, bevor ich auf die Insel ankam, spielten wir als Support vor den Toten Hosen. Irgendwo im Saarland. Vor 15.000 Leuten riss ich 1, 2 Bengalos an, schüttete sicherlich irgendwen wieder Pfeffi ins Gesicht und malte ab. Keine 24 Stunden später stand ich nun vor diesem erbärmlichen Haufen Scheiße namens Flüchtlingslager Moria. Ich war wie gelähmt. Wenn ich diese Bilder immer wieder im Fernsehen sehe, schalte ich immer irgendwann nur noch auf Love Island um. Aber plötzlich stand ich da. So stellt man sich die verfickte Hölle vor. Ich jedenfalls. Die Bilder werdet ihr kennen oder ihr könnt sie ergoogeln. In Worte kriege ich es nicht gefasst. Erbärmlicher ging es einfach nicht. Das dachte ich zumindest. Im April diesen Jahres schrieb der Freund, der schon wieder unten war, dass es gerade noch deutlich beschissener als noch vor 2 Jahren war. Es sind noch mehr Leute in dem völlig überfüllten Lager geworden. Es stinkt noch mehr nach Scheiße. Die Bevölkerung der Kleinstadt ist verständlicherweise immer noch überforderter. Und plötzlich ist da noch dieses beschissene Virus. Ich kann verstehen, wenn Bewohner diese Hölle angezündet haben sollten. Es geht immer erbärmlicher. Und mit der Verdrängung, da klappt es auch bei mir offensichtlich ganz gut. Ansonsten hätte ich wohl mehr Ahnung über das Jetzt. Das Einzige, was mir bleibt, ist, dass ich den Menschen, die ich in den letzten Jahren, ob nun auf Lesbos oder in den verschiedensten Seenotrettungsinitiativen kennenlernen durfte, nach diesem Video eine Nachricht schreibe und sie an die Ostsee einlade. Natürlich nach den ganzen Corona-Bums. Hier ist es schön und vielleicht können sie ein bisschen Kraft tanken. Vielleicht ein bisschen Ruhe finden. Ob das nun eine nette Mail ist, ob das seine Reichweite in Social Media ausnutzen ist, eine Spende, ob nun ein Huni oder ein Fünfer, oder ob es eine Einladung an die Ostsee ist. Ich denke, da geht es oftmals einfach nur um die Symbolik. In erster Linie jedenfalls. Ich habe in vielen Sachen keine Ahnung. Ich bin selber oft genug ein Vollidiot und weiß in diesen verrückten Zeiten immer öfter selber nicht, was richtig und was falsch ist. Aber eins weiß ich noch. Ersaufen lassen ist nicht richtig. Leute in solchen Lagern leben lassen ist nicht richtig, wenn man denn von Leben sprechen kann. Und eins weiß ich auch noch. Ob nun Mare Liberum, Mission Lifeline, die verschiedensten Initiativen vor Ort. Es wäre schön, wenn diese Menschen merken, dass da noch Leute an ihrer Seite sind. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlen mag. Es wäre schön, wenn die Menschen, die in diesen elenden Lagern leben müssen, merken, dass sie uns nicht egal sind.